Schlussendlich hat es der Winterthur gleich noch gelangt für den Sieg. Und das, obwohl der Gegner BSV Bern Muri bis am Schluss hart gekämpft hat. Für den Trainer von Pfadi bereitet der Göpp-Sieg die Mannschaft vor allem moralisch aufs anstehende Spiel vom Mittwoch vor. Ich glaube, aus diesem Spiel, rein jetzt technisch oder taktisch, nehmen wir nicht wahnsinnig viel mit. Ich glaube, was wir wirklich mitnehmen, ist so der Drive, ist die positive Emotion natürlich aus dem Ganzen raus. Es ist ein Ziel, das wir jetzt 2 Jahre darauf hingeschafft haben, das wir jetzt irgendwie haben können erreichen können. Aber sicher nicht so, dass wir jetzt genug haben, sondern wir sind immer noch hungrig. Und ich glaube, wir nehmen die Emotionen, die nehmen wir sicher mit. 2010 ist Pfadi das letzte Mal Göpp-Sieger geworden. Der letzte Schweizer Meistertitel liegt noch mal 6 Jahre weiter zurück. Eine eigentliche Erfolgsserie haben die Winterthurer in den 90er Jahren gehabt, wo sie gerade 5-mal hintereinander Schweizer Meister geworden sind. Ist der aktuelle Göpsig ein Anfang von einer neuen Erfolgsserie? Mit dem gewonnenen Final, wo sehr viele junge Spieler drin hat, die das Final gewonnen haben, Kevin Juden, Cedric Tinowski, Marvin Lier, Sido, die haben alle zum ersten Mal so ein Final gewonnen. Das ist eine neue Generation von jungen Schweizer Handballern. Und ich glaube schon, dass da irgendwo ein neues Siegerteam geboren worden ist. Der Kevin Juden als einer von diesen neueren Spielern hat im gestrigen Spiel 7 Treffer gelandet. Er ist darum zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Ja, ich glaube, wir haben alle zusammen einen neuen Schwung gebracht. Es hat einen rechten Umbruch gegeben vor 2 Jahren. Da haben wir jetzt wirklich gut weitergeführt. Wir sind ein Jahr erfahren worden. Wir haben letztes Jahr eine bittere Niederlage im Finale. Und dieses Jahr wollen wir es besser machen. Und ich glaube, wir sind jetzt reif für den Titel. Wir haben es jetzt am Wochenende gezeigt. Die engen Spiele können wir gewinnen. Wir können Schaffhausen schlagen. Wir können auch Thun schlagen. Und ich glaube, darum sind wir auf einem guten Weg, jetzt, um dieses Jahr den Titel zu holen. Ob Pfadi an einer neuen Siegesserie in der Schweizer Meisterschaft näher ist, wird sich am Mittwoch gegen St. Otmar St. Gallen zeigen.